Trainerwechsel beim BSC Young Boys Bern. Der Wladimir Petkovic ist per sofort beurlaubt worden. Bis zum Schluss der Saison wird der Interimstrainer, der Erminio Bisergia, den Coachposten einnehmen. Und dann, in der neuen Saison, kommt ein ganz grosser Name aus dem Schweizer Trainerbusiness auf Bern, der Christian Gross. Ich bin wieder hier in meinem Revier. Christian Gross ist wieder da. Um 14 Uhr stellte ihn die Führung der Berner Young Boys als neuen Trainer für die nächsten 2 Jahre vor. 10 Jahre lang hatte Gross die Renaissance des FC Basel dirigiert. In diese Zeit fielen 4 Meistertitel und ebenso viele Cupsiege. Unter Gross machte sich der FCB auch europäisch einen Namen. Barcelona, Juventus Turin oder auch Liverpool gastierten am Rheinknie mit emotionalen Fußballabenden. Genau das wollen auch die Berner Young Boys schon seit Jahren. Man sehnt sich in der Hauptstadt mit dem Start des Swiss nach der Rückkehr auf die große Fußballbühne. Die Vereinsführung mit dem Verwaltungsratsdelegierten Ilja Kenzig glaubt nicht daran, dass der bisherige Trainer Wladimir Petkovic IB dorthin bringen kann. Wir haben entschieden, auf die neue Saison eine Art Neuanfang zu machen, einen neuen Schwung zu holen. Und den Neuanfang haben wir mit offenen Karten angehen, jetzt kommunizieren. Aber ich glaube, Wladimir Petkovic geht erhobenen Hauptes aus dem Staat der Swiss. Und menschlich war die Zusammenarbeit immer sehr angenehm gewesen. Er hat professionell gearbeitet. Und wie gesagt, er hat den Club so weit gebracht, wie er konnte. Aber gegen Basel und den FCZ hat Petkovics IB nicht bestanden. Der Abgang nach dem 1:1 gegen Luzern gestern war der letzte des Bosniers. Ansätze zum Sprung an die Spitze hatte es in den 3 Jahren unter Petkovic gegeben. Ganz gereicht hat es aber nie. Dafür holt IB nun Gross. Man kann sicher davon ausgehen, oder alle können davon ausgehen, dass Christian Gross nicht hierher gekommen ist, um im Mittelfeld zu spielen und irgendwelche Ehrenplätze zu holen, sondern Christian Gross steht für eins im Schweizer Fußball. Er ist der erfolgreichste Trainer von der Neuzeit. Und ich denke, das ist auch etwas, was er bei uns will und auch wird fortsetzen. Ich bin wieder hier. Die Erwartung und die Hoffnung der Berner Young Boys ist groß. Der Wladimir Petkovic ist heute verständlicherweise nicht mehr für Interviews zur Verfügung gestanden. Dafür der neue Trainer, der Christian Gross. Der Philipp Stöckli hat mit ihm können reden und von ihm natürlich als erstes wissen, wieso IB. Ich habe mit dem Benno Oertig einen Präsidenten kennengelernt, der hoch motiviert ist, der einfach schrittweise will vorwärts gehen, will erfolgreich sein und unterstützt von den Gebrüdern Reis in Bern wirklich etwas bewegen und ich finde es toll, dass sich Leute für den Fußball engagieren und mit dem Fußball etwas bewegen und im Umfeld, im direkten Umfeld von IB ist mit Emilia Kenzig und Hans-Rudi Hasen sind 2 Leute am Werk, die Profis durch und durch sind, hochprofessionell das wollen auf- und weiterziehen und auch erfolgreich sein. Und ich spüre die hohe Motivation, etwas zu erreichen und etwas zu bewegen. Und zwar in die richtige Richtung. IB wartet seit 1987 auf den Titel. Sind damit Ihre Ziele schon klar? Also ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen Formulierungen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich möglichst erfolgreich arbeiten will, und zwar in jedem Wettbewerb. Also einfach möglichst weit kommen in jedem Wettbewerb, wo man drin ist, wo man vertreten ist, und dann alles daran setzen, dass man eben auch die Fans happy macht. Und das ist ja ein Slogan, mit dem wirbt ja IB seit Jahren. Und ich wollte die gute Arbeit vom Vorgänger Wladimir Petkovic weiterführen. Sie sind bekannt dafür, dass Sie die Mannschaft zusammenstellen und aufbauen. Bleibt A dafür Zeit und B, haben Sie da Zeichen bekommen vom Vorstand, dass Sie da Freiheiten haben? Ja, aber ich habe das nie in eigener Regie gemacht, immer Zusammenarbeit gesucht. Und vor allem haben mich die Leute im und um den Verein überzeugt. Mit welcher Motivation, mit welcher Offenheit, mit welcher Direktheit. Sie wollen erfolgreich sein und etwas wollen bewegen. Das sind Leute, die klare Visionen haben und das spricht mich an. Und die wollen in einem guten Rahmen, wenn sie erfolgreich arbeiten. Und
Und das heisst nicht, dass ich jetzt zurückgekommen bin in die Schweiz. Das heisst nicht, dass ich a priori nicht mehr ins Ausland gegangen. Aber ich habe mich entschieden für IB, sicher die nächsten zwei Jahre mit der dritten Jahr Option da alles zu unternehmen und alles zu versuchen. Und wer mich kennt, dann weiss ich, in dem Moment, wo ich einen Vertrag unterschrieben habe, dass ich möglichst 100% erfüllen will.